Und herzlich willkommen zurück zu der wunderschönste Let's Play all over the world. War das richtig? Nein. So. Hab ich gerade die Taste zu viel gedrückt. Aber naja. Zum Glück ist das editierbar. Und nicht so wie bei Deutschdiktat, wo du dann erstmal schön säuberlich mit einem Lineal und einem Bleistift den zu viel geschriebenen Buchstaben wegstreichen musst und dann das ganze Blatt zerknüllst und komplett neu streichst. Weil du siehst, also du merkst, dass es scheiße aussieht. So, genau, die Sachen kommen erstmal wieder direkt ins Lager. Du nicht. Du auch. So. Wo war das hier vorne? Was ist das denn hier? Achso, die Ananas. Gott, wachsen nicht schnell. Lol. So. Ich mach die einfach mal. Mach ich jetzt da hinten oder hier? Ich mach die eher mal hier hinten hin, weil es ist ja auch Kaffee. Kaffee ist ja eher so herb. Also auch quasi eher Richtung Gewürze, ne? So, jetzt zeige ich euch mal, warum das hier so abartig ist. Also zuallererst mal ernten wir die ganzen Dinger. So. Jetzt haben wir überall schön 4 Stück. Die kommen dann später in die Dwarva rein. So, und jetzt kann man den abbauen. Und dann kommt man halt 2 neue zurück. Jetzt kann man die abbauen. Oh. Vielleicht ein bisschen sehr schnell. Scheiße. Okay. Ich baue mal Werkzeug, was ein bisschen langsamer ist. Am besten nehme ich einfach mal ein bisschen Holz mit und baue mal Holzschippen. Weil scheinbar sind diese Büsche, egal mit was man die abbaut, werden die mal gleich schnell abgebaut. Das heißt, da müssen wir nicht unsere Regenbogenschippen verschwenden, sondern dann nehme ich da eine ganz normale Schippe. So. Auf jeden Fall brauchen wir auch eine Hoe. Erstmal packe ich auch mal euch hier zurück. Hä? Ach Quatsch, die waren noch in unseren Backpacks. Da waren die doch drin, ich schon wieder. So. Genau, wir brauchen eine Hoe. Haben wir eine Hoe? Vielleicht hier irgendwo. Nö, sieht nicht so aus. Dann haben wir hier. Nein, haben wir hier. Doch, hier haben wir eine. Sehr schön. So. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit, um uns neue Schippen zu bauen aus Holz. Einfach because we can. So. Well. Oh, hey, ist ja gar nichts drin. Aber wenn hier nichts drin ist, wieso werden die denn auch nicht befüllt? Da bist du doch eigentlich schon längst was anderes drin gewesen, reingelandet drin sein. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Aber gut, dann ist das so. Umso schöner, umso besser. Easy. Alter, die ersten sind schon fast fertig. Was ist denn los mit denen? Ja gut, hier ist schon wieder alles fertig. Hier ist ja auch alles. Aber hallo? Ist auch schon wieder alles fertig. Alter, das Zeug wächst definitiv viel zu schnell. Holla die Walfee. Ja gut. Okay. So. Wo ist Zuckersand? Zuckersand ist da. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Bumm. Bumm. Sehr schön. So. Jetzt brauchen wir Schippen aus Holz. Wups. Da wups. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Da, dam. So, so, so. Jetzt bauen wir die 3 wieder ab. Jetzt haben wir schon 4. Ich mach das Ganze mal so rum.
Und da sieht man schon, man kann die Dinger quasi einfach endlos weit ne, machen. Ups. Ja. Wie gesagt, man kann die Dinger eigentlich überall pflanzen, nur auf dem sollen die Beeren besonders schnell kommen. Da ich das jetzt selber noch nicht verglichen habe, kann ich das nicht bestätigen. Aber ich sag mal so, warum nicht? Warum sollte man uns da anlügen? So, jetzt noch ein letztes Mal. Wir brauchen noch drei weitere. Wir brauchen 18 Stück. Ach, 12 Stück, passt doch. So, jetzt haben wir hier ganz viele von den Blaubeeren. Und vielleicht machen wir es mit den anderen dreien. Ist ein ganz schön scheiß zeitaufwendiger Tätigkeit. Aber was soll's. Hallo? Jetzt bin ich hier immer nur zwei draus. Junge, verarsche mich selber. Das finde ich jetzt aber langsam Schikane hier. Ah, geht doch. Alter, warum ist die Schippe eigentlich da hinten? Wir hatten sowas. Ob wir, ich meine, wir können wie gesagt aus dem Bär diese komischen Kuchendinger da machen. Ob wir das auch mal produktiv im Einsatz machen, müssen wir mal gucken. Also Lust hätte ich da schon irgendwie drauf. Okay. Die Hälfte haben wir geschafft. Yay! Eigentlich könnten wir auch hier in der Hälfte immer so einen Gang machen, ne? Weil man muss die Dinger ja auch, wie gesagt, wieder bezogen auf die Realität, ja ernten können. Das heißt, ich mache die mittlere vielleicht doch mal weg. Ja, wie gesagt, mit der Hand kann man die nicht wegmachen. Da erntet man quasi nur die Beeren, wenn die welche hätten. Das heißt, ich mache die mittlere doch mal weg. So. Da hat man nie mal eine Sorte, dann da die andere Sorte und dann nicht wieder das gleiche. Easy. Die restlichen mache ich einfach weg. Feierabend. So, jetzt hier nochmal genau das gleiche. Jetzt bitte nicht wieder 30. Doch, Alter, nicht schon wieder 30 mal, das nur 2. Geht doch. So, heißt, wir brauchen 12 Stück. Sollte relativ schnell machbar sein. Schon haben wir 7. Schon haben wir 9. Mit einer fehlt noch. Verarschen? Hallo? Geht doch. Alter, was ist denn hier gerade? Manchmal frage ich mich echt, ob die Dinger mich ärgern wollen. So, jetzt kriege ich aber hier bitte gleich mit einmal zwei, oder? Ja, nicht aufhören hier, sondern direkt weitermachen hier. Jetzt bitte 4. Ah ja, fast. Der Moment, wenn einem selbst der Zufall verarscht. Oh, wow, die ersten haben schon Beeren. Sehr schön. Wo ist eigentlich der Kakao?
Der Kaffee. Ach so, hier. Chili ist auch langsam schon am werden. Was sind hier unsere anderen Dinger? Das war hier, ne? Hier war die Lücke, genau. Und alle anderen Felder sind ja schon voll belegt. Sehr schön. Doink. Doink. Ach ja. Ich weiß, es ist Cheaten hier, was ich hier gerade mache, in gewisser Weise, weil man es quasi endlos wiederholen könnte. Die Sache ist, es ist aber auch die einzige Möglichkeit, das hier zu vermehren. Soweit ich das jetzt herausgefunden habe. Von daher bleibt uns auf kurz oder lang sowieso nichts anderes übrig, als die Dinger so zu vermehren. Von daher bleibt uns da gar nichts anderes übrig. Hallo. Geht doch. Perfekt. So, und hier haben wir schon die ersten Dinge, die wir ernten können. Wie gesagt, ernten einfach direkt mit der blanken Hand. Hopp. Dann hat man quasi die Beeren. So, jetzt haben wir 12-mal Brombeere. Und mit Brombeere könnte man jetzt das hier das Ding machen. Und da sieht man schon, man braucht dreimal. Und dann halt irgendein Gegenstand zu Zucker und Mehl. Das heißt, wir können jetzt quasi schon die ersten beiden Kuchen machen. Das ist geil. Ja, was es hier mit den Dingern auf sich hat, ich weiß es nicht, ob das einfach nur für Transport ist. Weil man kann daraus halt nichts machen. Deswegen, ich weiß nicht. Was die Dinger sollen, was man daraus macht. Was das für einen Sinn und Zweck hat. Korb mit Brombeertorten. Weil essen kann man das Ding garantiert nicht. Und irgendwie verwenden, weiß ich nicht. Wir können ja mal so ein Ding einfach mal schwarzenshalb irgendwie mal bauen, aber ich weiß halt nicht. Kann natürlich sein, dass man das Ding irgendwo hinstellt und vielleicht kennt man ja, kennt ihr noch aus Mindclone, ne, haben wir nie gemacht im Let's Play, ne? Man kann in Mindclone so eine Kuchen machen und die kann man dann quasi als Block irgendwo hinstellen und immer wenn man auf diesen Block, also dieser Kuchenblock in der Welt mit Rechtsklick raufklickt, dann bekommt man quasi durch diesen Block Nahrung, also den Hungerbalken aufgefüllt quasi. Kann natürlich sein, dass das hier genauso ist. Wie gesagt, können wir ja mal probieren. Boah. Wie man sieht, wächst relativ langsam. Aber es wächst hoffentlich. Hat man ja gesehen. Ein paar sind gewachsen. Ja. So, unser Kaffee hier lässt sich ein bisschen Zeit. Egal. Brauchen wir erstmal nicht. Hier ist bereits fast alles fertig. Naja. Fast. Ja, hier vorne ist natürlich alles fertig. Danke dafür. Jetzt lassen die sich ja auch Zeit. Hier ist alles fertig mittlerweile. Ah ne, das ist fertig. Die sind fast fertig. Ach, schön, schön, schön. So, dann machen wir mal. Machen wir direkt mal. Das heißt, wir brauchen für die Torten. Brauchen wir irgendeinen Gegenstand, der zur Gruppe Zucker gehört. So, aus denen kriegen wir 4 Kuchen. Das heißt, die 4 Kuchen ist dann halt. Genau, 4-mal Zucker, also 4-mal 2-mal Zucker. Also, wo ist denn da? Wir brauchen quasi 4-mal Papyrus, weil aus einmal Papyrus bekommt man ja immer gleich 2-mal. Dann brauchen wir noch 2-mal normales Mehl. Oder muss das normales Mehl sein? Ja, es muss normales Mehl sein, das heißt, Grinding, nein, das da genau, das will ich. Das heißt, wir brauchen 4-mal Mehl. Und für einmal Mehl brauchen wir 4 so Dinger. Da würde ich mal sagen, machen wir jeweils 1. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Schön abwechslungsreich. Moment mal. Oh, da haben wir eine 2. Geht doch. So, na dann. Machen wir uns mal das leckerste Essen, bevor wir verhungern. Ach du Kacke. Gut, erstmal Bären essen.
Danke. Oder hat er den ganzen Tag von Bären ernährt? Hier ist ja. Blablabla. Da rutscht mir der Gaumen in die Hose. Doink, doink, doink. Sehr schön. So, wir brauchen unser komisches Dings da unten. Das hier brauchen wir. Dann einmal so. Ups. Hat der gut funktioniert? Bup, bup. Ja, genau. Brr. Brr. Und brr. Sehr schön. So, jetzt kommt's. Das muss ich kochen. Backen, braten, putzen, was auch immer. Daraus wird dann zweimal Zucker. Sehr schön. Das sieht gut aus. Dankeschön. So, und jetzt kommt das da, das da, das da. 1, 2, 3, 4. Bam. Perfekt. So, und das muss jetzt wahrscheinlich auch wieder gebacken werden, richtig? Ja. Oh, das braucht aber schon lange. Dann nehmen wir da mal nur ein und packen den anderen da rein und den da rein und den letzten da rein. Easy. So, während der das backt, können wir mal tatsächlich mal einfach mal so einen Korb bauen und dann, ja, gucken wir jetzt einfach mal, was daraus wird. So, wie war der Korb? So hier? Nein. So, ja. Bin ich mal gespannt, was daraus wird, was dieser Korb bringt, unterm Strich. Okay, kann man stacken, sehr schön. Boah, Alter, so viel Kuchen. Nam, 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 nam. So, den Korb. Brauchen wir jetzt das und, nee, das, das. Kann man das einfach irgendwie anordnen? Scheinbar nicht. Ja, muss man so anordnen. Leck mich doch am Arsch. Das heißt, du kommst nach da, du nach da und du nach da. Kriegen wir eins und Korb. Und mit dem Korb können wir jetzt was machen? Ich stelle einfach mal hier hin. Verstehe ich nicht. Kann man damit jetzt echt gar nichts machen? Kann nur aufsammeln. Verstehe ich nicht. Kann damit echt gar nichts machen. Was soll ich hinstellen? Ist ja schon ein bisschen witzig. Oh ja, stechen hier hin, ne, da hat man hier, ne, sieht scheiße aus. So, genau, haben wir hier so schön Blaubeer. Was auch immer wir damit machen, keine Ahnung. Ja. So, und das Ding kann man jetzt, glaube ich, einfach so auch essen. Okay, bringt da aber relativ wenig, weil man kann damit daraus auch diese Stücken machen. Und die bringen dann, glaube ich, insgesamt mehr. Also wer will ich das einfach mal annehmen? Weil alles andere würde halt keinen Sinn machen. Weil jetzt ein ganzer Kuchen bringt gerade mal ein Sechstel Hunger. Das heißt, um komplett satt zu werden, müsste man 6 Kuchen essen. Ja, klingt realistisch. Mache ich auch immer privat. Also ich auch immer, ne? Diese großen Schwarzwälder Kirschtorten, 6 Stück davon. Da bin ich einigermaßen satt. Ne? Klingt realistisch. Ja, gut. Das war mir jetzt ehrlich gesagt. Der Ausbeute bin ich jetzt nicht so zufrieden. Ich renne mal noch mal schnell zu den Feldern hin, gucken, ob da mittlerweile ein paar Brombeeren gewachsen sind. Dann machen wir uns mal jetzt jeweils einen Kuchen. Beziehungsweise wir können uns ja auch so einen gemischten Brombeerkuchen machen. Ah, ne, der braucht. Ich hab nur 4 Arten. Es gibt aber 5 Beerenarten. Und um einen gemischten Kuchen zu machen, bräuchten wir alle 5 Arten. Das heißt, dass. Ich habe das erstmal nicht, ja. Vor allem, man braucht pro Kuchen immer 4 Beeren, man bekommt aber immer 5 Beeren. Gut, ich meine, ist kein Problem, ne, man kann die Dinger ja so essen. Aber jetzt warte, komm. Ich nehme einfach direkt die aus dem Lager. Da haben wir ja jeweils ein paar.
Weil die brauchen schon mal echt lange zum Wachsen. Darauf zu warten dauert mir jetzt doch entschieden zu lange. Wie weit bist du? Wo geht der? Macht überhaupt was? Der macht gar nichts, kann das sein? Hä? Moment, was ist denn da los? Oh, die Schaltung ist aus. Warum ist die Schaltung aus? Kann das sein, dass wenn ich den Server neu starte, oh, falsche Seite, wenn ich den Server neu starte, also quasi zum ersten Mal starte, dass dann die Schaltung nicht aktiviert wird automatisch, sondern ich sie quasi manuell erstmal aktivieren muss? Das wäre natürlich ein bisschen blöd, weil dann müsste ich jetzt hier irgendwie erstmal Schaltern machen. Okay, das müssen wir dann mal in der nächsten Aufnahme, dann, also in der nächsten Folge dann mal reparieren. Dann brauchen wir noch so einen Schalter irgendwie. Das ist ja ein bisschen blöd. Ja gut, ist halt so. So, 1, 2, 3, nein, ich wollte nur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. War schon wieder zu schnell. So. Jetzt machen wir uns für jeder Sorte einen Kuchen und den Kuchen, daraus machen wir dann auch richtige Stücke und, achso, wir brauchen ja noch andere Sachen. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel viermal wieder Zuckerrohr. 1, 2, 3, 4. Und viermal Mehl. Wovon haben wir am meisten? 214 und 55 Grad mal, 94. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Habe ich mich noch nicht verzählt. Tja, aber richtig schön Kuchen für die nächsten 30 Generationen. Achso, Porsche kann ich ja gleich direkt hier unterwegs auch machen. Nee, kann ich nicht. Ich muss erstmal das Zuckerrohr zuckern. Also braten. Schmelzen, dünsten. Okay, die Schuppe wird gar nicht abgenutzt, fällt mir gerade auf. Lol. Na gut. Dann ist es ja, das sind ja noch mehr Cheaten, wenn die Schuppe nicht mehr abgenutzt wird dabei. Bei dem Dinger da abbauen immer wieder. Na egal. So, was wir brauchen ist jetzt nochmal. Du da rein. Genau. Mehl? Achso, Mehl haben wir. Also noch nicht, aber können wir gleich machen. So. Da brauchen wir das Ding wieder. Genau. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Komm jetzt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dankeschön. Raus mit dir. So. Jetzt kommt's. Achso, war doch richtig. Halt, ich hätte gleich drin bleiben können. So, nach halten hier unten. Doch um. So. Brrr. Dankeschön. Brrr. Dankeschön. Brrr. Dankeschön. Geht es eigentlich hiermit auch? Brrr. Nicht schade. Brrr. Dankeschön. So. Schwuppsdawupps. 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 Mach hin. Gott, lange. Perfekt. So, sehr schön. Alter, vor allem die backen halt auch sehr lange. Also, wir werden die jetzt immer in 6 Stücke teilen. Und wenn die jetzt pro Stück immer nur eine einzige Sättigung bringen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch weiter verwenden, diese Dinger. Ist denn ja, das wäre ja eine ganz schön schlechte Ausbeute. Wenn ich das mal so sagen darf. So.
Jetzt machen wir daraus immer diese Stückchen. Bam, 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 bam. So, jetzt gucken wir mal, wie viel 1 bringt. Das ist immer nur ein einziges. Und dafür brauchen die so lange zum Backen. Ist ja gar nichts. Digga. Okay, der kann ich den Rest auch noch aufessen. Ja, wow, das heißt, wir brauchen zum einmal satt essen 4 Kuchen. Na, schön, Dank. Ne, dann machen wir die Dinger nicht mehr. Okay, war ein schönes erstes Mal und aber auch gleichzeitig das letzte Mal. Da kann man schon so schön viele Rezepte machen, dann bringen die einem unterm Strich einem gar nichts. Selbst diese ganz einfachen Beeren bringen mehr. Was ist das für Müll? Wer findet denn sowas? Jetzt Bullshit, Alter. Bleib zu Hause, kein Bock mehr. Tschüss. Hauptmenü. Ade. So. Na dann, bis dann. Tschüss. Ciao, mit V. Tschüss. Und so.